Bei genau 17.786 zahlenden Zuschauern schätzen die Kenner die Hälfte 68 Sympathisanten. Vernünftige in Zivil, Fangruppen am Sport interessiert, aber auch unübersehbar aggressive militante Rowdies. Dabei hatte 68 Präsident Heckel vorher beruhigt. Die Fans oder ist es gerade Kontakt, die sind offen? Die habe ich nicht zu beruhigen. Unsere Jungs sind eisgekühlt, die erwarten das, was ich auch erwarte, den Sieg der 60er. Und sollte gegebenenfalls, verstehst du, das war ein Glück, das hat er zu. Das nicht darum geht, seid vernünftig, Jungs. Nein, nein, bleib schon vernünftig. Okay, alles klar. Bleib vernünftig. Ja, immer, wir sind immer vernünftig. Leider nicht alle. 14:42 eine Rauchbombe abgefeuert aus dem 68-Fanblock in den Stehwall besetzt mit Bayreuther Besuchern. Gott sei Dank keine Verletzten. Aber das war Auftakt zu ersten Schlägereien. Polizeibeamte hatten ihren Einsatz, die mit Fernsehkameras beobachteten Redelsführer wurden aus dem Stadion entfernt. Es war eine sogenannte Gefangenen-Sammelstelle eingerichtet worden, das klingt militant, aber sie wurde benötigt. Und die ersten Verletzten mussten auch abtransportiert werden. Zu Spielbeginn eine brodelnde Hexenküche. 19.000 Zuschauer waren ins Bayreuther Stadion gekommen und davon gut die Hälfte aus München. Die Bayreuther mit einem großen Handicap, denn zu ihrer langen Verletztenliste gesellte sich über Nacht auch noch Charlie Wohlan. 40 Grad Fieber zwangen den Libero ins Bett, praktisch mit dem letzten Aufgebot. Die Oberkante. Trotzdem waren die Spieler der Spielvereinigung Bayreuth von Anfang überlegen. Sie waren die spielerisch bessere Mannschaft. Die 60er nur sporadisch hatten sie Chancen zu kontern. Druckhoff hier auf Stefania. Das war die einzige nennenswerte Szene in der ersten Viertelstunde. Die 60er mit Gestor. Und außer ab und zu solchen Verzweiflungsschüssen sah man nicht viel beim TSV 1860. Dennoch spielten beide Mannschaften sehr diszipliniert. Man hatte natürlich Angst, frühzeitig einen Treffer einzufangen. Klarer Fall hier, Freistoß für die Spielvereinigung Bayreuth. Und bei Schneiders Kopfball, Thomas Zander auf dem Posten, die Überlegenheit der Bayreuther wurde nun immer offensichtlicher. Und ein ums andere Mal wurde die Abwehr so überlaufen. Bayreuths Trainer Wolfgang Mahr konnte zufrieden sein mit dem Auftakt seiner Mannschaft. Dann Jörg Stockinger, ein weiter Befreiungsschlag. Kneißl, der vorübergehend die Libero-Rolle von Prokesch übernommen hatte, mit zwei Fehlern. Rüdiger Scheler ist auf und davon und Stockinger war mit nach vorne geeilt, von ganz hinten aus dem eigenen Strafraum. 1:0 für die Spielvereinigung Bayreuth in der 17. Spiel. Ohne Chance hier Thomas Zander. Und Riesenjubel natürlich bei den Altstädtern. Die 60er waren geschockt von diesem Tor und die Abwehr zeigte sich nicht von ihrer besten Seite. Wieder ein schöner Angriff der Bayreuther. Da scheint die Gefahr schon gebannt. Aber aufgepasst in der Mitte. Jörg Wolf und das 2:0 nur 2 Minuten nach dem Führungstreffer. War das schon so etwas wie eine Vorentscheidung? Hier noch einmal die Szene. Vielleicht hätte Thomas Zander hier herauskommen müssen. Und Karl Heckel, der Präsident des TSV 1860, macht aus verständlichen Gründen natürlich ein finsteres Gesicht. Die Löwen völlig von der Rolle. Kumpert. Geht auf und davon und da hatten die Löwen Glück.
Das hätte gut und gern das 3:0 sein können. Viel zu offensiv hatten die 60er in dieser mittleren Phase agiert und nur langsam fingen sie sich wieder. Ohne Mumm, Saft und kraftlos und nur solche Fernschüsse, fast Verzweiflungstaten, sah man bei den 60ern. Dabei hatten sie bis zu den Toren wirklich ordentlich mitgespielt, wenngleich sie auch nicht das Spiel gemacht hatten. Und dann in der 42. Minute die erste wirkliche Torgelegenheit für die Löwen, das sagt eigentlich alles. Detlef Bruckhoff, einer der besten Löwen, Klaus Wabra. Und da murrten einige 60er-Fans schon. Ja, warum gibt er denn den Ball nicht ab? Er gab ihn ab. Stefania. Ja, und schauen Sie selbst. Günther Stockinger schießt den Ball ins eigene Tor. Und Sie werden in der Wiederholung sehen, dass der Ball von Jack sicher nicht ins Tor gegangen wäre, wenn ihn nicht Stockinger so unglücklich selbst hineingefördert hätte. Halbzeitstand also 2:1 nur noch für die Spielvereinigung Bayreuth und Heinz Köppeldörfer unterhielt sich mit beiden Trainern. Ja, das blöde Gegentor jetzt. Ich meine, hoffentlich wirft uns das nicht aus der, von der Bahn. Ich meine, wir haben hervorragend gespielt bisher mit unserer Mannschaft und ich hoffe nur, dass wir jetzt dieses Gegentor verkraften und dass wir den Ansturm der Sieger kommt in der zweiten Halbzeit überstehen werden. Thomas, ihr packt das nochmal. Ja, das ist eine Frage. Wir versuchen jetzt nochmal alles 45 Minuten lang. Mal sehen, wie es ausgeht. Was haben Sie drin jetzt gesagt? Naja, ich meine, dass wir noch eine gute Chance haben. Auch die Bayreuther werden noch nervös werden. Ne? Okay. Und mit dem Anschlusstreffer, der kam zum richtigen Zeitpunkt. Ja, genau. Okay. Thomas Zander hatte recht. Auch die Bayreuther wurden noch nervös. Denn was in der ersten Halbzeit so sicher aussah für die Spielvereinigung Bayreuth, das drehte sich plötzlich. Nur noch die 60er waren tonangebend. Rainer Aigner, der ein gutes Spiel macht. Und Kurt Pinker. Gleich nach der Halbzeit hatten die 60er eine Chance nach der anderen. Klares Foul hier an Giesdorf. Schiedsrichter Vöckler übrigens hervorragend. Er hatte keinerlei Probleme mit dieser Begegnung. Und immer wieder die 60. Ja, doch ein Treffer wollte ihnen noch nicht gelingen. Immer wieder anrennen, Detlef Bruckhoff. Doch dann schlichen sich langsam Spieler ein. Und die nützen die Bayreuther. Gumpert. Da hat er leider den freilaufenden Mitspieler nicht gesehen und vertan diese schöne Konterchance. 2:1 immer noch und die 60er drängten auf den Ausgleich. Und Roland Grüner, der selten ernsthaft geprüft wird. Trotz aller Überlegenheit in dieser Phase. Und dann wieder der Konter, Rüdiger Scheler. Unglaublich, was der Bayreuther weglief. Er alleine verwirrte die gesamte 60er. Und Stockinger wieder. Die 60er warten alles nach vorne und deshalb ein Konter nach dem anderen durch die Spielvereinigung Bayreuth. Obendrein waren die Löwen müde geworden, das Anrennen hatte Kraft gekostet. Schauen Sie, ein riesiger Fehler von Jatz. Wolf. Rüdiger Scheler, und was macht er? Er macht alles klar. Die Spielvereinigung Bayreuth ist Bayernligameister. Das 3:1, die Entscheidung. Und so jubelt der Trainer Wolfgang Mack. Als schwerster Spieler. Ja, sicher. Ich meine, so aufgeregt habe ich mich als Torwart nie. Es ist also überwältigend, was die Mannschaft heute da gebracht hat. Wenn man unsere Probleme vor dem Spiel gesehen hat, ist das also eine fantastische Leistung.
und zuschauen müssen als Trainer. Ist schlimm, ganz ist schlimm, also